Die Creator Openings vom Litfaces & Maven sind jetzt da und ich habe mir gedacht, ich schnapp mir ein paar Jungs auf Discord und spring da einfach mal rein und guck mir die mal an. Vielleicht werden wir von den ein oder anderen Karten überrascht. Tactical Talents! Talent der drei Taktiken. Okay, das ist unerwartet. Er freut sich. Ich meine, okay, hat der nehmen wir mit. Nehmen wir Tactical mit. Talents gesagt. Nehmen wir mit. Schwätze, ja, hat und er. Eine Ray. Ja. Und. Oh! Ray? Auch ja, okay, aber das war ja. Ray! Nice, auch Alan. Das ist eine relativ junge Karte, also sehr interessant. Wir können das eigentlich sortieren hier. Ja. Ja, aber das war ja, also das Ray war ja klar, dass die da drin ist. Auch, dass die, dass jetzt hier Swordsword-Karten drin waren, war jetzt auch nicht so unwahrscheinlich. Also das war ja nicht confirmed, aber sehr wahrscheinlich. Denkst du, dass Deathbeard drin sein kann? Nee, glaube ich nicht. Eher nach Archetypes. Wir haben hier Sky Striker, Schwertseelen. Und ich glaube gefühlt, danach habe ich ein komplettes Deck. Oh, ich kann es nicht öffnen. Weiter geht's. Oh, was ist denn hier los? Apollosa, alternatives Artwork in Ultra Rare. Wie schön. Ja, die besorge ich mir tatsächlich. Ja, wieder, falls ich sagen, warum freust du dich denn so? Das bin dabei. Doch. Nein, Leute, zum Zeitpunkt dieses Videos weiß ich nicht, welche Karten drin sind. Ich kenne so ungefähr so 10 bis 15 Karten, die halt eben drin sein können. Also das weiß ich, dass die hier drin sein können. Von den Rest weiß ich es nicht. Und genauso das Witzige ist, normalerweise wussten wir vor den Openings immer so ziemlich, sag mal, ein großer von dem Set. Bei dem Set ist es so, wir kennen, glaube ich, 8 oder 9 Karten. Ja. Das heißt, ist gerade. Kaum welche. Das ist halt alles komplett random. Was mir gerade immer mega auffällt, ist halt hier die Border wieder von der Karte. Wie abgefuckt die wieder sind. Das ist ein bisschen nervig. Stimmt, das sieht aber wirklich hässlich aus. Ist nicht auch Apple, du sag nicht. Apo, die allerechte, ist es. Ja. Sehr schön. Alternatives Apo kann auch. Hübsch. Sehr schön. Und, die neue Witchcraft, jetzt eine Hexerwerke-Karte. Ja, die echt gut ist für das Deckthema. Ist ein Fusionsmonster, okay. Klar. Muss erstmal irgendwie hinkriegen, dass eben die Fusionsbedingungen erfüllt. Okay, braucht halt ein Hexerwerke-Monster plus ein Hexermonster. Also, die Bedingung ist eigentlich ziemlich leicht. Und hier will ich aber natürlich. Wenn eine Karte schießt, ist es auch richtig. Ja, gut. Aber die Sache ist halt die, du hast halt Necker, was vorher schon Schwierigkeiten mit Ressourcen gehabt hat. Und du gibst dem quasi ein Fusionsmonster, was Ressourcen braucht, um das überhaupt zu machen. Mhm. Ja, also das ist leider. Muss man es erstmal hinkriegen. Und dann ist sie halt gar nicht schlecht. Also netter Support, dann. Tyrion ist was? Warum sind da? Das wäre witzig. Okay, wusste ich auch warum nicht. Fluch des Vampirs, wusste ich auch nicht. Okay. Und legendärer Ozean. Legendärer Ozean Ultra. Das ist nice. Das ist geil aus. War die auch im Feature Match. Ja. Ich bin, das ist nice. Okay, warte, wir müssen jetzt neu sortieren. Also bisher, jede Karte ein Highlight. Also bis jetzt sieht schon geil aus. Crazy. Wir haben. Hat der es auch dabei, das ist aber scheiße. Ja. Einer der ersten Karten eben von Ishizo. Wir setzen alles Feenerde und haben sehr gute Effekte, muss man wirklich an dieser Stelle sagen. Haben halt Effekte zum Teil, wenn sie halt vom Deck oder Hand auf den Friedhof gelegt wird, beziehungsweise im Feld oder Friedhof von Defekte oder auch in der Hand, also immer unterschiedlich. Ja, und die Nightmares sind hier auch drin? Was ist denn hier noch alles drin? Instant Fusion? Und Sharanui. Okay, Sharanui war auf jeden Fall mal Kashi-Karten eigentlich ein bisschen zu erwarten. Das ist einfach alles drin. Ich bin ziemlich überfordert. Wie random ist sehr das gerade. Denn? Wie machen wir das jetzt? Das ist neu. Ich sag grad, Mlyphon Mavens, das sind so Sets, die sind einfach immer so lustig auf dieses Set. So, und auch hier drin. Sehr gut, okay, ja. Schwerzähler. Bläuiger ebenfalls hier drin. Auch sehr nett. Was für ein Zufall. Ja, Maya Kashi ist drin. Antimagischer Duft. Nein! Okay, das jetzt ja auch. Und why? Hallo, bitte scharfstellen. Schwerseele, perfekt. Also nochmal ein Ultra Rare, aber das ist auf jeden Fall ein schönes Upgrade. Ich lege mal Mayakashi zu Shannon. Was tut mir leid, wenn das den ein oder anderen ein No-Go ist, aber das mache ich jetzt einfach mal. Ey, bisher, erste Box. Ich krieg's einfach nicht auf, ne? Ist unglaublich gut verpackt, muss man sagen. Ne? So, perfekt. So, geh auf. Oh, jetzt fällt alles auseinander. Neue Hüllen. Oh, ach. Das andere waren aber auch Mayakashi-Hüllen, ne? Oder? Ja, das sind auch Mayakashi. Das sind auch. Das ist Shiranui. Das sind einfach Shiranuis, ne? Das, warte mal, nein, zwei Packer Müll drin. Ja, gute Frage. Nein, das ist eine. Das sind alles Maikashis. So, weiter geht's. Weiter. Ey, ich hab so Lust drauf. Die sehen auch mega geil aus, gell? So, kann sagen, was man so. Oh, die neue Hexenwerkerin-Karte. Das ist eben die Fusionskarte. Muss natürlich hier drin sein, eben. Um das ist sehr schön, aber die ist halt. Black Luster ist ja auch drin. Okay. Ist so gut. Nett. Okay. Rizuki? Keine Ahnung, wohin. Macht was Sinn. Rizuki, klar, für Zombie. Hayate. Austausch des Geistes ist ja auch drin. Ja. War natürlich klar, denn ich hab was vergessen zu erwähnen. Denn die neuen Karten hier haben meist noch Zusatzeffekte, wenn eben Austausch des Geistes im Friedhof liegt. Also dementsprechend harmoniert das sehr gut und deswegen ist es natürlich auch super, dass die Karte eben drin ist. So, weiter geht's. Wenn hier blaue Elk drin ist, ist hochwahrscheinlich dunkle Magie, oder? Ah, schon wieder sie. Nein! Digga! Nein! Warte mal ganz kurz. Ich muss mir ja direkt ein paar bestellen. Warte. Wie billig ist die gerade? Die ist auch gerade billig eigentlich. 105 Euro, ungefähr 106. Ja, billig ist anders. Findest du es teuer? Ja. Ist auch geklärt. Nein. Danke. Und weiter geht's. Ach komm, also das ist doch. Permanence! Was für ein Shizuku? Oh, Raub! Das ist ja alles drin! Als Ultra, das ist nice. Therion, wo ich immer noch überwältigt bin, dass ich auch hier Therion drin ist.
Unglaublich. Das ist Ultra auch der Token ist hier drin. Der Token! Der Token! Der Token ist auch hier drin. Wie gesagt, neue Karte. Für neue Karte. Anka! Wichtig! Oh, wichtig. Anka. Nee, hab ich ja schon. Dann nochmal Ayakashi und nochmal der. Alter, wie oft hat der jetzt einen schon gezogen? Es ist so ein schönes Set. Weiß ich gar nicht. So ein schönes Set. Dreimal. Evil ist er auch drin. Was? Bitte F. Ey Leute, es tut mir leid, ne? Aber es ist Weihnachten. Es ist Weihnachten. Oh, auch. Oh, guter Ja, das ist gut. Aber macht aber sogar Sinn. Rosenmatch. Schön. Mehrwert. Sehr gut. Wir haben da einfach alle. Für mehr öffnen. Für mehr, mehr, mehr. Das ist ja mal unglaublich. Wir haben ja alles reingeschmissen. Das ist ja normal. Nicht ganz. Also, zu öffnen sind die schon nicht einfach, muss man sagen. Also, ich bin. Aber ja, ja. Ist auch richtig so. Ist echt schwierig so. Wir wollen die Packs. Wir wollen Packs. Wir wollen mehr Packs. Das stimmt machen. Das ist so ein schönes Feeling. Neues. Neue Echsenwecker? Ja, ja. Oh nein, ich hab die neue Karte gegen Echsenwecker installiert. Dann nochmal Zombie. Ayakashi. Ayakashi. Lichteinspielender Spiegel in Ultra-Rare. Sehr gut. Also eigentlich auch random. Hier sind Ultra-Rares drin. Aber alle Lichter. Ayakashi auch nochmal. Ja. Dann Ayakashi wird auch einiges. Das erinnert mich sogar, als das erste Mal Ayakashi in der Set war. Ich glaube, wir haben wirklich fast das komplette Deck gezogen. Ja, hier sehen auf jeden Fall Anime. Weil die Liste jetzt zerstört. Das passt auf jeden Fall sehr. LOL! Okay. Überall, wie schön! DDD ist hier drin und Hexen. Ey, warte. Das ist Kepler in Ultra. Nein. Das ist ein Kepler in Ultra. Das Witzige ist, das haben die einfach immer verkackt. Weil in dem Set, wo ganzen DDD-Karten reprintet wurden, gab es einfach kein Kepler in Ultra und alle gefragt haben: Ey, wo ist Kepler? Ja. Einfach ein halbes Jahr später. Läuft. DDD ist hier drin und Hexenwerker. DDD ist hier auch drin? Random. Jetzt Predator Plant drin, jetzt DDD drin, jetzt Hexenwerker. Also, Konami ist echt wirklich ein Rätsel. Und diverse andere gute Karten. Hey, was ist das da? Oh mein Gott. Warte mal, Alter, was ist das für ein Artwork? Oh, und einer der guten neuen Karten. Das ist das alternative Artwork. Aber das ist auf jeden Fall krass, dass sie jetzt einen Ultra-Rap-Print bekommen hat mit dem Artwork. Dass sie haben trotzdem gepickt gehabt, was halt für das Set ganz cool ist. Das finde ich richtig gut. Inklagen. Das sieht doch richtig gut aus. Da ist einfach alles drin. Ich kann nicht mehr. Was macht ihr mit mir? Alles reingeschätzt. Das ist insane. Ich sage, das ist wie Duel Power. Das hier. Ja, also ich hoffe, jetzt auch. Ja, der ist in Ultra. Sehr schön, von der Populistliste zurück. Und auch erlaubt. Dann zweiten BLS. Und ohne Bimaru. Als Ultra. Wie schön sieht das denn aus? Alles gut. Sprite freut sich über diesen Reprint. Sehr gut. Geil. Und nicht Fusionsgebiet. Oh, okay. Das ist interessant. Ja, vor allem. Hör mit, nächstes Pack. Alter, das ist ja. Was ist denn hier alles drin? Wir alles haben schon Impermanence, Appaloosa, Tacticals, Evilly Match. Das da, Überläufer. Das ist ja unglaublich, dieses Set. Aber das entwertet komplett den Megatins, ne? Fällt mir gerade mal auf. Ja, aber richtig. Ja. Das war vielleicht. Gut, dass ich ja nicht reinvestiert habe, aber trotzdem krass. Öffnen. Es geht nicht. Doch, so. Und wir haben. Oh ja! Sky Striker Gagari. Hab ich mir doch gerade erst gekauft. Sehr warum hübsch. Ist sie auch drin, ne? Ja, aber das war ja irgendwie. Also, da wird es auch Ray-Hüllen geben. Es würde mich nicht wundern, wenn wir auch noch ein Droplet sehen heute. Ernst? Nein. Also, ob die noch ein Droplet reinpacken. Ich bin gerade im Packfieber. So, weiter geht's. Noch ein Evil-Match. Zweites. Ja. Sehr gut. Oh mein Gott. Dann die neue Sündenburg. Sündenburg. Richtig schöne Karte. In Sündenburg die zweite. Ja. Shizuku. Die zweite auch. Wir haben gleich Sky Striker komplett. Ich weiß nicht, ein bisschen nervt. Ich habe bis jetzt doch keine neue Sky Striker bekommen. Oh, ich hab redig davon. Hi. Ja, wohl sagen. Ist das der Hammer? Genau, das ist quasi Kaiju. Ja, Kaiju, Alter. Finsterer Zauberruf. Haben wir die hier drin? Okay. Random. Engage. Ja, super. Das war klar. Ohnmacht, auch super starke Karte. Ich finde schön, alles in Ultra-Wert zu haben. Es sieht halt alles hübsch aus. Pendelruf ist hier drin. Was ist denn hier alles? Pendelruf, super. Hexenwerker. Gar Beschwerzele. Alles. Inzwischen die dritte und Sharanui. Aber jetzt wirklich alles. Die haben aber Pendelruf ist halt komplett random. Oh, der ist auch hier drin. Na gut, passt natürlich zu den anderen. 100 Euro Display. Schon wieder den Token. Ich muss den Token haben, Alter. Metallisch reflektierender Schleim. Na gut, passt auch wieder perfekt hier ebenfalls Thematik rein. Dementsprechend super. Ja, aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist: Sind diese komischen Götterkarten da auch drin? Dieser Schleim oder alles? Aus dem einen Set. Der aktuell also, 40 Euro geht oder so. Könnte es sein, weil wenn die feile Karte drin ist von deinem Götter. Ja, wo ist mein anderer? Warum eigentlich nicht? Hallo, wo ist er denn? Da. Hey Set, ist gleich da. Weiter geht's. Nächster Box. Komm. Ich glaube, also ich weiß nicht, also man kann ja nichts mehr toppen, oder? Also wir haben ja schon eigentlich so gut wie alles gezogen, oder? Ja. Ich habe echt Probleme. Probleme aus dem Öffnen bereit haben. Weil ja. Einfach echt nicht zu öffnen. So, praktisch. Falsch rum, kann ich dann nicht sehen, was es ist. Und, oh, die Witchcraft.
Witchcraft. Ja, das muss ja auch sein. Wäre unfair, wenn wir jetzt hier Mayakashi, Sky Striker haben und kein Witchcraft Hüllen. Dementsprechend passt das natürlich. Sieht hier sehr, sehr hübsch aus. Hübsch. Gesundheit. Aber jetzt wollen wir natürlich weitermachen mit den Packs hier. Wir haben nämlich noch. Er ist 17 Euro ungefähr. Noch ein Eevee. Einfach Playset Eevee gezogen. Es ist einfach super. So, ey. Ich hab ein Playset jetzt. Sehr gut. Oma? Nein. Nein. Das Age, what the fuck? Oder die repinten einfach nur die Karten, die halt. Ja, nur die beiden. Also, die. Draco. Haben sie nicht gemacht. Als ob hier auch noch die Adventure Token Engine drin ist. Ich glaub, die haben auch. Chaos Siegerin. Ey, ungelogen. Ungelogen. Die wussten, dass Yoshi damit toppt, bevor Yoshi getoppt ist. Ja. Lol. Mir fehlen einfach die Worte. Ich dachte, also es kann nicht, es kann nicht besser werden. Doch! Es wird immer. Oh, Teile auch sehr gut. Und Zebos. Warte, haben wir schon Zebos gezogen? Ja, Zebos. Ja. Ne? Du hast nur Zebos gezogen bis jetzt. Warte, wir mal. Ich gehe. Also Phoenix, ja, Unicorn war noch nicht da. Nee, er hat nur Zebos bis jetzt. Phoenix wäre auch super. Komm. Jetzt. Cyberdrache! Oje, Mayakashi Rückkehr. So random. Aber es scheinen nur so ein paar von den Karten, die noch keine High Reprints gehabt haben. Ein paar Reprints bekommen zu haben. Ist aber gut, sind viele gute dabei. Ich frage mich gerade, welche Karten von Ethereum drin ist. Sind auch die anderen drin, also Fieldfeld und so weiter. Was haben wir hier? Nochmal Hexenwerker. So oh mein Gott, natürlich. Passt natürlich. Einfach, also das ist wirklich richtig random, einfach so. Ah ja, hier irgend so ein Fischmonster und legendäre Ozean. Und jetzt kommen wir zum letzten Karten. Ich meine, ich beschwöre mich nicht, das ist richtig gut, aber das ist trotzdem ein bisschen random. Jetzt leider bin ich ein bisschen enttäuscht, dass es gleich schon fertig ist. Aber. Das hätte schon früher sein können, der Fisch, aber ja. Das war. Muss man vorsichtig sein. Alles. Geh auf und. Oh, Witchcraft. Ich hab alle Motive gezogen, ne? Oh, die andere Kacke. Das freut mich. Weil ich hatte ein ganzes Display. Das blende ich nochmal an. Ja, klar. Ach so, scheiße. Mit 6 Boxen halt. Warte, es gibt. Dann kann man sich die kaufen. 6. Jetzt schon. Dann haben wir doch. Kommen in 2 Wochen am 3.11. Lederwisch. Sky Striker. Support. Finster Fusion und. Hä? Genießt das hier drin? Ich sag ja, die haben die ganzen Lore-Prints halt einfach upgradet in dem Set. Die haben noch nie so einen Com-Print. LOL! Ist das awesome! Ist das awesome! Oh mein, was ist das? Es geht doch nicht besser! Alter, Alter, das ist so irre! Das Geile ist halt einfach, das ist halt so komplett, weil die haben für dieses Set wirklich halt, ich sehe gerade hier, es sind 17 Karten, die vorher angekündigt haben, die safe drin sind. Aber nichts, ne? 17 Karten. So, und das Set hat 103 Karten, das haben die bis jetzt noch nie gemacht. Das heißt, diese Openings davon sind richtig, richtig wertvoll. Oder? Okay, Gefängnis Eisdrachen, auch 10 von 10, der zweite Karte. Oh, und Heroes Live! Lol. Der lebt auch drin. Der lebt auch drin, ja. Gefängnis des Eisdrachen, auch hier drin. Ja, wie oft noch? Er zieht nur Evelies. Shanui und nochmal DDD, aber anscheinend ist hier wirklich nur, also bis, weiß ich nicht. Also ich ziehe keinen anderen DDD, versteht. Cyber Drehsystem, neue Kaiju, Maya Crush. Oh, ist das Token von Finsterseele. Finsterseelen-Spielmarke. Wie cool. Das ist ja cool. Das ist Dark Souls. Das ist ja ein 10 von 10. Und Gozen nochmal. Nice. Okay. War das alles? Überfordert definitiv. So, anhüllen. Wir haben. Wir gehen mal ein bisschen raus hier. Es sieht hier chaotisch aus. Alter, warum machst du nicht das Opening so, Maurice? Das ist doch viel schöner. Als wenn ich mir die Karten quasi direkt ins Gesicht kriege. Egal. gehen wir zum nächsten Opening von den Creator Openings. Ja, let's go. Ja, jetzt für 3 Monate gemacht, egal, komm. Gehen wir hier, springen wir rein bei. Wo sind wir jetzt hier? Ja. Bei Julian. Let's go. Bei Julian wissen wir auch, Julian redet sehr langsam. Ja. So, Julian. Servus, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zwar zu einem weiteren. Ja, komm. Boxen der Kinefficent Mavens. Ich werde mal ganz kurz das Display noch hier reinschieben. Das wäre aber deutlich zu groß, ne? Aber so wow. Digga. Warum zoomen die alle so stark rein? Ja, aber das ist ja trotzdem. Doppelt so weit weg wie Maurice. Stimmt auch wieder. Design kommt auch hinten auf die Tier. Enthält ein Pack mit 70 Karten. Eins von 6 neuen Designs. Interessant. Und ich glaube, die sind hier unten alle abgebildet. Kommen ein bisschen näher. Müssen wir auf jeden Fall so erkennen können. Und dann steht noch plus 4 Packs mit Ultra-Rare-Karten und 5 Karten pro Pack. 103 Karten zum Spiel. Ja, Konzernungskarten. Schneid auf jeden Fall mal auf. Und wie gesagt, ich weiß zum Zeitpunkt, wo ich das aufmache. Ocera ist auch drin. Stimmt, war ja davor bekannt. Und ja, wir starten mit dem ersten Booster-Pack. Magnificent Mavens. So, wir haben hier Fallenstellerin Sera. LOL! LOL! Ja, aber das war ja bekannt. Talente der drei Taktiken. Okay, und da starten wir mit dem nächsten Knaller. Da habe ich Hoffnung, dass die anderen Fallenstellerinnen... Wie konnte Maurice im ganzen Display nicht eine davon ziehen? Ich meine, das ist geil, dass sie jetzt so Ultra-Rapping hat, aber wie konnte ihr denn nicht einen davon kriegen? Der Kepler. Und hinterher Draco weg, der Reitdrachen oder Drachenbeck. Der Reitdrachen hier also in Ultra. Also, möchte ich übrigens erwähnen, vom Hype-Level ist Maurice einfach deutlich geiler. Er zieht Zeklix und sagt so: Ja, das kommt man ja so nicht erwarten.
Das ist schon geil, weil es im Riesenrass richtig aus. Er so, ja, das wäre so ungefähr meine Reaktion. Ich wäre auch so bei so, ja, okay, ne, ist halt drin. Wer weiß, ob da nicht der Rest noch ist. Das ist halt beste. Legen wir mal hier raus. Schauen wir weiter, was hier noch so drin ist. Nächstes Booster, da haben wir unglaubliche Ekklesia. Oh, okay. Das heißt, ihr habt erst Bullshit bekommen. Hier bekommt ihr noch einen. Dann haben wir hier Himmelsjäger. Ah, geil, geiler. Wie heißt es auf Deutsch? Dann haben wir hier, ja, macht ja Sinn. Der antimagische Duft, auch er wollte nochmal hier in, ja, doch, das ist ganz normales Ultra-Rare. Doch, ich wollte schon sagen, aber es sieht auf den ersten Blick ein bisschen anders aus, aber das ist Ultra-Rare. Und Nicht-Fusionsgebiet haben wir hier nochmal Ultra-Rare. Auch cool. Wir hatten auch lange keinen Reprint. Legen natürlich raus, aber wir machen am Ende nochmal ausführlich ein Recap. Ja, machen wir ein Recap. Will ich hier bestätigen, sind nicht so viele Karten in den Boostern drin. Dann machen wir weiter mit Gefängnis der Eisdrachen. Wenn das noch nicht ein guter Reprint ist, dann weiß ich auch nicht, den legen wir direkt auch hier raus. Dann haben wir hier die Iris Schwertseele. Auch ein Reprint. Dann Neuinszenierung des Magiers. Das ist gut. Die wunderschöne Prinzessin bekommt dann auch ihren allerersten Holoprint. Auch wunderhübsch diese Karte. Und finsterer Zauberruf. Ebenfalls noch hinterher. Auch sehr schön. So. Nächstes Pack und auch letztes Pack in dieser Box. Wir haben hier Yuki Onna, die Eiszapfen. Stimmt, wir haben die Trap von dem Lyphus and Melvins gar nicht, von den Mayakashi gar nicht gesehen, ne? Stimmt, die hatten Mayakashi und Die Trap-Karte von denen. Und wir haben auch sehr wenig von den Ichizu-Karten gesehen. Ja. Weil Ja, du hast halt in der Regel immer eine gute Karte in diesen fünf Dingern drin, also eine richtig gute Karte. Die auch, wie man sieht, ziemlich, ziemlich gut sein können, aber wir haben halt wirklich, ich glaube, wir haben Kelbeck noch gar nicht gesehen und wir haben noch keiner Guido gesehen. Madame, auch die neue Hexwerker-Karte haben wir hier, dann haben wir Heiliger Gipfel, der Schwertseele hier in Ultra Rare, dann okay. Baru, Sehenfinger, also das ist auch schön, schönes Rarity-Upgrade, gefällt mir auch sehr gut. Die sieht richtig schön aus, Ultra Rare. Ja. Ich würde sagen, für eine Box sind das ganz schön viele Highlights, die schiebe ich alle mal schön nach oben und hole direkt die nächste Box, also das aber im, also im Vergleich zum Riesbox war die richtig scheiße. Also jetzt in der ersten Box Evenly Lightning so und Scheiß und er natürlich auch, ja, High Tactics. Aber ich finde halt seine Reaktion immer so cool, ey. So, warum muss ich Konami meine und ich halte das wieder liegen. Booster Nummer 1 von Box Nummer 2. Da haben die halt krötelig umwerfend crazy, in was ich finde es immer noch crazy. Umwerfend und ich glaube, damit haben wir auch nicht gerechnet. Also auch tauscht hier. Ja, ich bin auch. Und wir haben nochmal Blitzsturm, Lightning Storm. Was ein Weg. Stell dir vor, du gehst in den Laden. Klein Jimmy geht in den Laden, zahlt 3 Euro für ein Pack oder 3,50. Kriegt dann halt Toad, Lightning Storm. Und denkst du so, wow. Was jetzt noch kommt? Dann haben wir erneut Onibaru, Seelenjäger. Okay. Dann haben wir hier Schwertseelen, Oberherrscher, Chen Ying, also ein weiteres Sorcerer-Reprint und Hexwerker. Guck mal, diese ganzen Karten wären vor dem Reprint bei zusammen 60 Euro gewesen. So, und er geht für 3,50 Euro, holt sich ein Back und hat die ganzen Karten. So, das ist geil. Feine, also wirklich. Das Felix ein Leben auf jeden Fall. Das ist ein Produkt und sehr, sehr gute Pulse, die wir hier haben. Wir machen weiter mit Blauäugiger Akkutrache. Schöne Karte für diesen Nostalgiker. Dann haben wir hier Aileron. Das ist eine neue Karte, bin mir sicher. Dann haben wir eine Inszenierung des Aileres. Ich bin Dragon Mage. Ich bin mir nicht sicher. Drachenmädchen und Heiliger Gipfel, der Schwertseele. Wahnsinn, wirklich. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, das merkt ihr auch. Dann habe ich hier also Appaloosa, Bogen der Göttin in ihren alternativen Akkus. Ja, das ist einfach schön. Dann haben wir Hexwerkerin, Vize-Madame Bock. Finsterer, Zauberruf, Schatten, Schwerender. Ah, okay, macht Sinn, da ist das Alternative. Und nochmal die Sinnbewegung hier im Kontroll. Also wirklich, ich glaube, dieses Set hat wirklich unheimlich viel Spaß aufgemacht. Ich glaube nicht, Jaden ist Mavens. Wir haben Talent der drei Taktiken erneut, damit schon zwei Kopien, legen wir auch raus, dann Draconeco, Nieder, Seelenrache, dann Antimagischer Duft erneut, dann haben wir Himmelsjäger, Mech, Heilkanone und nochmal Reliona, Magistus, dann haben wir hier Cyber-Drehsystem, dann haben wir ja Himmelsjäger, Mobilisierung, Angriff, die gute Engage, ja, passend zu den Höhen, können wir uns gerne nochmal anschauen, ist hier eben auch noch die Engage, diesen Booster-Pack drin, sehr schön, dann haben wir Ohnmacht, der Schwertseele, die dann jetzt auch ihren Holoprint hat, auch schön, und nochmal Dracobeck, der Reitdrachen, also auf jeden Fall auch noch zwei sehr gute Karten drin gewesen, so. Geht, Engage war gut. Nächstes Pack, da haben wir Austausch von Verzweiflung. Aber Engage ist nicht super geil. Warte nicht, Gildray! Warum? Aber Skilltray! Gildray auch zum ersten Mal gesehen, auch wieder als Ultra Rare, ist ganz nice eigentlich. Long Juan. Also, die Highlights hatte ich beim Opening gefühlt. Wir werden das ein bisschen. Legen wir so hin, ich glaube, das ist ein bisschen besser. So, damit aufpassen, ich möchte die Karte nicht kaputt machen. Wollen wir nicht beschädigen. So, da haben wir. Stimmt, ich bin ein Dark Lord, gell? So, da haben wir auf jeden Fall nochmal die Hexwerkerin Vize. Dann Fallenstellerin Sera. Altromacher Servus nochmal schön. Dann Shiranui Solitär und Therion Bulle ein. Das scheint wirklich nur, dass es halt diese beiden Therion-Karten drin sind, die vorher als Common waren, ne? Die halt keiner gespielt hat. Cool. Das ist Booster. Und dieser Box. Und da machen wir weiter mit die Iris Schwertseele, dann Hexwerkerin, Konfusionsbeichte, dann ein legendärer Ozean. Ich glaube, das ist der erste Holoprint vom legendären Ozean. Dann Unfrieden der Schwertseele und dann haben wir Schwertseelen, Bösherrscher, Trixin, Long. Den kann man auch auslegen. Auch wirklich wieder eine sehr gute Box. Ich versuche, die Puls mal zusammenzulegen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Wir schauen uns die am Ende wirklich in Ruhe nochmal an. Wo ist denn sein Recap hier? Warte, dann. Das ist doch vielleicht sogar besser. Machen wir vielleicht machen die anderen auch ein Recap, dann können wir uns das angucken, weil wir haben jetzt ja die Opening schon gesehen so. Ja, sind auf jeden Fall insgesamt sehr, 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 sehr,
Onibimaru ist ein bisschen unnötig, aber cool, I guess. Ja, ich find's nicht nice. Das ist auch ein Produkt. Also für jedermann, was dabei ist, sind auf jeden Fall viele, viele sehr spielstarke Karten. Auch nur ob wir was gesehen, was wir noch nicht gesehen haben, ist ja die Frage. Ne? Ein sehr, sehr gutes Produkt. Ich glaube, wir haben ziemlich alles gesehen. Auch Meinung, aber auch ja, hat sie eigentlich. Vor allem, wenn wir gleich zu den Top Reprints kommen. Nee, Ray hat eigentlich jetzt alles. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Außer Starlight. Keine kommen, ja. Ahnungslos. Ich denke mal, kein Kommen, keine Starlight. Deswegen umso besser, wenn sowas. Aber die Mayakashi-Trap auf jeden Fall, aber die wussten wir ja schon. Formatbedingt immer mal wieder gut werden, auch so ein legendärer Ozean. Super, super schön. Auch Therions nochmal, Shira, Nomi, auch die Zerber oder hier die Albtraumritter. Und auch die neuen Karten. Die Nightmares sind richtig random. Okay, aber jetzt habe ich jetzt hier die ganzen Random-Karten, okay. Das heißt, das ist ja egal. Ich möchte, dass ihr mir die guten Karten zeigt. Höhlen, einmal die Kagari. Ist mir egal. Dann kommen wir zu den Highlights. Wir haben tatsächlich, ja, ist trotzdem egal, wir dreimal ziehen konnten. Talent der drei Taktiken. Insgesamt crazy einfach. Also wenn das noch nicht was ist, dann weiß ich ja auch nicht. Dann haben wir hier Gefängnis der Eisdrachen. Die haben sofort, dass meine Tactics Army sind, deswegen. Dreimal ziehen können. Ist auch crazy. Ich denke, auch das ist absolut top. Top Reprint. Dann haben wir jetzt Karten, die wir zweimal ziehen konnten. Schwertseelen, Bösherrscher, Chixing, Long Huan. Zwei Stück haben wir dort. Auftauchen der Schwertseele haben wir ebenfalls zwei Stück. Also ich denke auch nochmal guter Reprint. Also, jetzt mal ohne Witz. Hat irgendwo von euch schon Moje gesehen? Ja. Nee. Gut. Dann Grötelig. Ebenfalls zwei Stück. Dann Apollos, Bogen, Apo. Ja, ripp meine Apo. Dann die ja, aber das Alternative Artikel Ultra. Entes. Ja, aber das ist ein guter Reprint. Das ist ein richtig guter Reprint. Digga, das ist doch. Ja, Entes war auch gottlos teuer. Ja, eben. Und selbst die hat ja schon einen Gold-Reprint und selbst der ist wieder auf 15 Euro hochgegangen. Oder das älteste Wesen, Entes. Auch zwei Kopien. Dann Dracoback, der Reitdrache. Das ist für mich halt ein persönliches Highlight. Die haben wir auch zweimal ziehen können. Dann zu den Karten, die wir nur einmal ziehen können. Richtig guter Reprint. Eine wunderschöne Prinzessin ist als One of You drin. Dann da, Agido. Guck mal, wie selten die sind. Ishizu-Karte. Sehr, sehr gut. Dann Kelbeck, die alte. Für den Preis nicht gut. Als One of You drin. Der einzige Vorteil ist, dass es mit den anderen Karten das noch ein paar Familien gibt. Das ist nicht ganz so teuer. Austausch. Trotzdem für den Preis echt nicht so gut. Dann der Schwertseelen, Großmeister, Chixi. Ja, wären das die Ducky, die ganzen anmutige Akashi, dann Törichter Heimkehr, ein guter Reprint. Oh mein Gott! Was? Es macht halt voll viel Sinn, aber es ist halt so, dieses Pack ist halt so insane. Ist auch hier drin, dann Schwertseelen, Strategie, Long Juan ist hier drin. Ja, haben wir gerade gesehen schon. Auch hier nochmal drin gewesen. Die Engage. Auch, darf natürlich nicht fehlen. Lightning Storm. Highlight. Lightning Storm, auch nochmal hier als Ultra-Rare drin. Ja, Linke. Die Verbindung. Verbindung. Die neue Skyscraper-Karte auch nochmal drin. LOL, also der war ja bekannt. Den wussten wir schon. Den LS weiß ich gar nicht. Ja, doch, den wussten wir schon. Der war schon bekannt. Ich hatte die Karten, die man kannte, hatte ich vorher schon rausgesucht. Also es waren 17 Stück. So, wer ist das hier? Oh. Team APS. Machen die auch ein Recap? Weil bei ihm sieht das Setup einfach so clean aus. Ich weiß nicht, was ich meine. Das heißt, die werden erstmal nicht so krank droppen. Ganz schön laut. Aber es geht nur 12 Minuten, das heißt, es geht schnell zack, zack, Zwiebeln durch. Digga, ich glaube, ich spiele jetzt unironisch Steel Swarm Roach, Digga. Es sind doch 6 Hüllen und nicht 6 verschiedene. Nee, warte mal. Einmal Kakari, Engage, zweimal Mayakashi und zweimal Hexworker. Das sind 6, du hast recht, ja. Ja, warte. Erklär doch die Karten, ich zeig dir, was du gezogen hast. Das ist ein Opening. Ja, ja. Aber nee, ihr redet immer so schnell. Multiroll, Anti-Spell. Was ist ein G-Golem-Token? Kommt das nicht in Crystal-Teil raus? Hast der Golem zufälligerweise Frauen? Because the token is G. Okay, aber die haben wir alle schon gesehen. Haben wir auch schon gesehen. Toad. Ich find's halt immer noch, ich find's richtig frech, die klauen uns einfach Ron und dann reprinten die einfach Toad, die Bastarde. Ich meine, ich beschwere mich nicht, dass das Ron ein Band ist, ne? Das ist halt, kann man ja machen, aber das ist trotzdem frech. Sag mal, das. What? LOL! What? Wie konnten denn zwei Leute in zwei Displays nicht einmal ziehen? Was ist das denn?
Wir sind halt noch 2019, ne? Oder haben wir den einfach übersprungen bei Julian? Nee, den haben wir nicht gehabt. Bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben uns ja nicht alles angeguckt. Ja, aber alles jetzt Ultra Rare bei Striker. Die hatte gerade so heute gesehen. So ein geiler Reprinter. Das ist Dark Souls Token, sag ich doch. Ich weiß Bescheid. Dann möchte ich immer, dass wir Elden Ring spielen. Oh, did not expect that. Das ist auch die beste Reaktion. Linkage. Oh, ich freue mich so sehr auf diese Karte, ey. Onimaru. Ja, komm. Süß, ich spiele schon ganz Zeit zu Radica. Intes, ja. Wie bitte? Du wirst also eine Revanche haben. Aber guck mal, die haben in Amerika haben wieder die Inlays da drin. Wir haben das nicht. Ja, aber bei den Deutschen mal, das habe ich keine gesehen. Naja, ich auch nicht. Deswegen, also es war gut, dass wir uns nicht gemacht haben in Europa jetzt. Also irgendwas Neues scheint da jetzt nicht mehr bei zu sein. Heißt, wir scheinen wahrscheinlich jetzt alles. Scheinen jetzt. Hä? Bitte was? Jetzt der alte, genau. Das Adventure werden um die beiden Karten halt das sein, ne? Ja, ist nur Draco Bakes. Research kannst halt in Hexfactor spielen. Oh! Auch da wieder, wie konnten wir die in zwei Displays nicht sehen? Catcher? Ja, ich meine, geil, es ist eigentlich ein Ultra-Reprinter haben wir der Karte und die nicht fucking Goldtrail ist, Mann. Oh mein Gott, ich hasse Goldtrail. Lol, der ist auch drin, ne? Den ja. Haben wir noch nicht. Ja. Doch. Also, wir haben Phoenix nicht gesehen, aber es war klar, so Phoenix und ich denke auch, dass ein Unicorn drin sein wird. Nein, ich meine, ich gucke gerade den Cardglass da, welche Karten noch drin sind. Es klingt ein bisschen weird, dass die jetzt reprintet wurde, aber ich guess ist cool. Ja, das ist die Value, einfach das Structure, was ja halt ganz praktisch, damit das Structure wieder günstiger ist, ne? Das ist anscheinend auch kein Rose. Holy shit, was hat der denn für einen Effekt auf seiner Kamera drauf, Mann? Keine Ahnung, aber das war sehr weird, als ich dir das sieht halt auch richtig low quality aus, ne? Ja, okay, aber das sieht eben von den Farben einfach komplett scheiße aus. Also das ist wirklich nicht schön. Oh ne, da hat keiner mich angucken. Egal, was der jetzt gezogen hat. Aber ich glaube, dass wir nichts Neues mehr kriegen werden, weil wir brand new Yu-Gi-Oh! Cards are being brought into the card game. Stimme, Digga. Some cards I believe that are only in the OCG and being brought over here. Ja, das ist leider wirklich schlecht. Finde ich schade. Aber zumindest die anderen zwei gut. Ja. Der Kaiju ist so geil, Alter. Das ist halt ein richtiger Kaiju, ey. Das ist nice. It always been. We have some really, really nice Link monsters in here, and we've already watched this entire video. You've already. Weiß nicht, welche Rose ist gerade dabei. Sky Strikers are getting a lot of love in this Rose set. Ist really, I'm a big fan of the legendary Ocean being an Ultra. I think that's super cool. Being an old school fan, I love the scapegoat. Seeing that as an Ultra Rare. Beautiful looking card in Ultra Rare too, and I believe it's the first time it was an Ultra Rare. I know it was Hobby League with Hobby League Ultra Rare, but actually being a Ultra Rare in general, I don't know. Really, really beautiful. I love it. Yeah. Got a second scapegoat right there. I'll be on the hunt for a third just to be able to have it. Exchange of Spirit, very nice old school trap card, and some more. Okay. Striker also wir werden es ziemlich alles gesehen haben. Crazy, crazy auf jeden Fall. Richtig, richtig krasses Produkt muss ich fairerweise sagen. Also boah, holy shit, ey. Ich hab mir direkt schon zwei Boxen gekauft, also zwei Displays. direkt nachdem ich Lightning Storm, Tactics und Imperium gesehen hab. Weil das ist genau so ein Set wie Dupont und Scheiß. Es hat extrem viele Value-Karten drin, die über die Zeit einfach steigen werden.